I want to ask all the experts of this initiative of the Collaboratory to come to stage, maybe just turn around the chairs, because we want you as well to give feedback on what we have been working so far. If you want to, Ben Scott, of course you're very welcome to keep on stage or as well give your feedback. And I hope you'll stay for the drinks afterwards, about like half an hour, 45 minutes. So we'll all gather outside and there is enough space to ask questions, to connect. Sorry, we got to go forward with that. And thanks a lot to Ben Scott. Ich drehe dann die Sprache wieder auf Deutsch um. Nochmal ganz kurz zur Einleitung. Ich hatte ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Sascha Wolf. Ich bin Teil der Projektleitung der derzeitigen Initiative. Und jetzt kommen einige der Experten nochmal zur Information. All diese Experten sind hier als Individuen. Natürlich sind sie Teil verschiedenster Institutionen, die sie aber nicht namentlich so vertreten, sondern als Individuen hier sind. Und wir geben Ihnen jetzt einen ganz kurzen Überblick über die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, über das, was wir vorhaben im Rahmen der nächsten Wochen. Max hat es schon angesprochen. Wir haben am 25. September den Abschlussworkshop, wo wir Sie natürlich alle sehr herzlich einladen. Über die Website collaboratory.de können Sie alles verfolgen. Des Weiteren am 14. September gemeinsam mit der Stiftung Neue Verantwortung auch eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben zu Gast Urs Gasser und Jeanette Hoffmann. Alle, die uns, die heute von uns gehört haben, werden dann auch hoffentlich wieder von uns hören. Wir würden uns freuen, wenn Sie da auch zu uns kommen. Wer fängt an? Gebe einfach mal zu euch. Hallo, mein Name ist Janni. Ich bin Jurist und gehöre im Collaboratory der Gruppe der Innovation Governance an. Wir kümmern uns um Fragen der Steuerung. Wie soll man Innovation steuern? Wie soll man sie fördern? Wie kann man sie fördern? Wir schauen uns an, was sind die Akteure? Wir beschäftigen uns mit Themen des Funding. Wie kann der Staat Startups am besten fördern? Wie schafft er Anreize für soziale digitale Innovationen? Wir schauen uns die juristische Seite an, die mir nahe liegt. Wir schauen uns also an, was bedeutet Innovation, wie definieren wir Innovation, was ist Regulierung, welche Rechtsinstrumente sind geschaffen, um Anreize für Innovationen zu bieten und wo sind, in welchen Konstellationen sind diese Institute tatsächlich aber innovationshemmend. Wir werden ein paar Beispiele größtenteils aus dem geistigen Eigentumsrecht nehmen, Urheberrecht, Patentrecht und ein paar Case Studies, die es exemplifizieren. Wir wollen uns auch um die Frage kümmern, wer bewertet, was gute und was nicht gute Innovation ist. Und die Wissenschaft als Akteur von Innovation natürlich auch. Und wie können wir innovative Arbeits- und Kommunikationsformen in gewachsene traditionelle Unternehmen übertragen. Wir möchten des Weiteren Impulse geben und konkrete Vorschläge verbreiten. Einer wäre im Wege der Gesetzgebung einen Innovationscheck zu führen während der ministerialen Beratungen, aber auch ein Expertenforum sozusagen Sachverständige für Internet- und Innovationspolitik. Die EU hat so einen Expertenrat geschaffen, die sogenannten Digital Champions, deren
wo jeder Staat Vertreter schickt, die Ansprechpartner und Experten im Bereich der Internet, des Internets sind. Deutschland hat bisher noch keinen ernannt und wir möchten einen Impuls vielleicht geben, damit eine Entscheidung vielleicht bald getroffen werden kann. Danke. Ja, guten Abend. Mein Name ist Johann Hermstrüber. Ich bin Mitglied in der Gruppe, die sich mit Wertschöpfungsmechanismen befasst, konkret mit der Frage, wie Wertschöpfungsmechanismen wirken in einem dezentralen, offenen, digitalen Ökosystem. Das heißt, wir befassen uns im Wesentlichen mit der Frage, wie Entscheidungen getroffen werden. Und um das anzuknüpfen, was du gesagt hast, Technologie, das ist ein Diktum von Kranzberg, das wir heute schon aufgegriffen haben, Technologie ist weder gut noch schlecht, noch ist sie neutral. Das bedeutet also, dass der Wert von Technologie immer davon abhängt, wie wir mit Technologie umgehen. Und genau das ist sozusagen der Kernaspekt, den wir in unserer Gruppe untersuchen möchten. Wir haben drei grobe Themen, die wir abarbeiten möchten. Der erste Themenpunkt, den wir abarbeiten möchten, wäre eine Taxonomie zu bilden, also eine Kategorisierung von verschiedenen Ökosystemen, geschlossenen versus offenen Ökosystemen, wollen wir noch abgrenzen nach Produktionsarten, also danach, ob Innovation in einem Umfeld getroffen wird, One-to-Many oder in einem Many-to-Many-Umfeld. Das wäre der erste Punkt, den wir abarbeiten möchten. In dem zweiten Komplex soll es dann darum gehen, welche Faktoren psychologisch Innovation fördern können. Was sind also Anreize für Akteure, die Innovation machen und produzieren, Wissen generieren? Was sind aber auch unter Umständen hemmende Faktoren? Kann also unter Umständen Öffentlichkeit ein hemmender Faktor sein in offenen digitalen Netzwerken? Kann das ein Faktor sein, der Individuen, die bestimmte Informationen halten, davon abhält, diese unter Umständen wertvollen Informationen einzubringen? Und der dritte Punkt knüpft an diesen zweiten Punkt, in dem wir die Entscheidungsebene analysiert haben, das wäre der Punkt der Regulierungsebene. Was folgt aus dieser Entscheidungsanalyse für die Regulierung? Mein Name ist Barbara Kruse und mit der Gruppe Design Patterns für Schnittstellen im digitalen Innovationsökosystem wollen wir frühstücken gehen. Also das, was Ben Scott gerade gesagt hat, frühstücken gehen so als der Ort, um Innovation voranzutreiben. Wir stellen uns die Frage, wen müssen wir zum Frühstück einladen und was gibt es zum Frühstück und wohin gehen wir? Sprich also, welche Akteure braucht es für Innovation und wie kann man den Kontext so gestalten, dass Innovation entsteht im digitalen Ökosystem? Als Ziel unserer Gruppe haben wir zwei Teile. Das eine ist so eher ein theoretischer Teil. Wir wollen eine Art Kochbuch generieren, um verschiedene Muster, indem wir verschiedene Muster für Schnittstellengestaltung aufführen, sprich die Frage uns beantworten oder dann eben auch der Community, in welchem Kontext, sprich mit welchen Themen, Akteuren und mit welchen Rahmenbedingungen können welche Schnittstellen eingesetzt werden, sodass wir sicherstellen können, dass die relevanten Akteure angezogen und eingebunden werden, also mobilisiert werden auch langfristig. Dass zweitens auch tatsächlich Lösungen gefunden werden und man nicht einfach nur mal drüber gesprochen hat. Und drittens Ergebnisse auch dokumentiert und tatsächlich zur Lösung der Probleme genutzt werden. Und für diese Rezepte in unserem Kochbuch haben wir verschiedene mögliche Unterscheidungen, um eben auch eine Typologie bzw. Taxonomie zu entwickeln. Formell, informell zum Beispiel, temporär, dauerhaft, offen, geschlossen, One-to-Many-Plattform versus Many-to-Many-Plattform
und auch die Unterscheidung physischer Raum zu virtuellem Raum. Und als zweiten Teil möchten wir gerne noch so eine Intervention gestalten, im Prinzip wirklich frühstücken gehen und Innovationsschnittstellen verwenden und Akteure zusammenzubringen. Das mit zu welchem Thema genau wird sich jetzt dann noch herauskristallisieren, aber das so als grobe Idee unserer Gruppe. Gut, also wenn es darauf jetzt konkret Feedback gibt, dann gerne. Ansonsten vielleicht auch Ihre Vorstellung teilen, was bedeutet überhaupt Innovation im digitalen Ökosystem? Wir würden uns über Ihre Meinung freuen. Gibt es schon eine erste Meldung? Vielleicht etwas, was Sie bisher vermisst haben und sagt, das muss doch damit rein, warum kümmert sich da niemand? Wenn jetzt allen so heiß ist wie mir, würde ich ansonsten sagen, wir verschieben das auch draußen zu den Getränken. Sie haben alle Experten gesehen, die hier vorne sitzen, wenn Sie sie noch ansprechen möchten. Sozusagen letzte Chance, wenn jemand jetzt noch Feedback geben möchte. Ich sehe keins. Tja. Das came like an hour ago. Okay, I saw yesterday a website that the guy there is printing 3D printed weapons, and he and that as an open source you can download and print it yourself in a 3D printer. He's also asking for funding for this project. He wants $20,000 to complete his research, and he's using something like Kickstarter, so you can give money for it. And basically what he's saying is that if you want to print an army, you can do that, or and this is innovation. I don't even think that it's the dark side of it, but it just so it cuts both ways, you know. So I would like to know if you were thinking about that, because this is the way, as far as I can see, this is the way things are going. This is the direction. The rest will roll itself, but this is like real innovation that is happening. Möchte darauf jemand antworten? It's hard to give an answer, right? It's just of course that we have to find ways as a society, we have to find ways to deal with those issues. And as we have heard in the keynote, you can't regulate for a specific area, because then you are always in the situation that something else like this is coming up, and you don't have a regulation for it. So I think we have to see that things like this happen. Have regulation for it. Actually, in the United States, is pro. let's have as much as you want. Yeah, and you see it once. And so, once every 2 weeks, somebody shoots some. And countries are different, and not only it's not because it's on the internet; it's legal everywhere. So every country has to find its own way to deal with it, and has to agree on specific policies if things are important to regulate on a level that's important to regulate between countries. What we are discussing at the moment is, do we need to judge innovation? I think that's the key that we are talking, the key that we are talking about, and we haven't found an answer yet. So we are still in the process to discuss this. Okay, dann würde ich sagen, es gibt Getränke. Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Vielen Dank an die Gastgeber und einen schönen Abend.